Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Paranormalen Quartett aus Mexiko. Ich bin Ihr Gastgeber Markus Verneuzer und hier ist unser spezieller Gast Oliver Tappe. Hallo Oliver. Hallo Markus, vielen Dank für die Einladung. Ich bin froh, dass du kommst. Und wer natürlich nicht fehlen darf, ist auch der Hermann, der Dürselen. Sei gegrüßt, Hermann. Ich grüße euch auch. Hallo. Wer Hallo, heute Hermann. Nicht dabei ist, das ist die gute Ute. Die ist krank, die ist zu Hause im Bett geblieben und wir wünschen ihr natürlich gute Besserung von hier aus. Aber das gibt uns natürlich die Zeit, um ganz genau zu untersuchen, was uns Oliver an interessanten Informationen mitgebracht hat. Oliver, du bist ein Lehrer für außerkörperliche Erfahrungen, wenn ich das mal so hinstellen kann. Du bist auch mit dem Monroe-Institut verbunden. Wie ist das Oliver Tappe und Monroe-Institut? Wie ist das zustande gekommen? Ich bin im Jahr 1991 in die USA ausgewandert und habe auf dem Flug damals dorthin ein Buch von Robert Monroe gelesen, Der Mann mit den zwei Leben. 9 Jahre später, zu der Zeit war ich als Fernsehjournalist in Los Angeles tätig, bekam ich einen Rechercheauftrag, über das Monroe-Institut einen Bericht zu produzieren. Das ist nie zustande gekommen, weil Robert Monroes Tochter, die damals das Ruder in der Hand hatte, am Monroe-Institut, wollte keine Presse zulassen, weil sie der Meinung war, dass das, was dort passiert, mit einer Kamera nicht einzufangen ist. Und ich war dadurch sehr, sehr interessiert. Auch war es in den 90er Jahren so oder Anfang 2000. Damals wollte jeder ins Fernsehen. Und es gab ja das Internet in der Form, wie wir das heute haben, noch nicht. Und jemand, der keine Reklame machen wollte für sein Institut und für seine Produkte, das war mir ein Rätsel. Und dann habe ich mich ganz explizit nochmal mit den Büchern von Robert Monroe beschäftigt. Auch wenn dieser Fernsehbeitrag letztendlich nie produziert wurde, bin ich dann privat im November 2000 als Gast ans Institut geflogen, von der Westküste an die Ostküste. Das Institut befindet sich in den Blue Ridge Mountains in Virginia und habe dort 6 Tage verbracht. Jetzt muss man dazu sagen, Robert Monroe hat, sage ich mal, das Thema außerkörperliche Erfahrungen auf die westliche Landkarte gebracht seiner Zeit. Ihm ist eine spontane außerkörperliche Erfahrung im Jahr 1958 widerfahren. Und in den 70er Jahren, nachdem er sein Leben schon über 10 Jahre gewidmet hat, hat er das Institut gegründet, weil er eine Methode entwickelt hat, die es anderen Menschen ermöglicht, sehr gezielt, sehr genau definierte Bewusstseinszustände einzunehmen, die unter anderem auch außerkörperliche Erfahrungen auslösen können. Das ist eine wahnsinnig spannende und für mich damals lebensverändernde Erfahrung gewesen, die mich dazu animiert hat und inspiriert hat, meinen Job an den Nagel zu hängen, erstmal eine Auszeit zu nehmen und mein Realitätsverständnis zu überdenken, meine alten Glaubenssätze zu verabschieden und mich zu öffnen für eine Reise, die eigentlich mit meinem ersten Besuch schon begonnen hatte, aber dann nach einem Jahr Auszeit, in der ich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe, dann wirklich erst richtig begonnen hat. Und im Jahr 2010 bin ich dann zum Trainer ausgebildet worden und gebe seither Workshops, nicht nur im Namen des Monroe-Instituts, auch mit meiner eigenen Herangehensweise inzwischen im europäischen Raum, insbesondere im deutschsprachigen Raum, in den USA und in Kanada. Also du reist immer zwischen Europa und den Vereinigten Staaten, also oder auch Kanada, den amerikanischen Kontinent hin und her. Ja, ich bin 3-4 Mal im Jahr in Deutschland für mehrere Wochen und habe dann sehr geballt Programme am Start und in den USA, beziehungsweise in Kanada mehr als in den USA dann entsprechend auch. Womit hat das zu tun? Sind die Leute in Kanada mehr geöffnet für eine seelische Weiterbildung
Oder? Ich denke, das liegt eher daran, dass das Gebiet in den USA ist sehr gedeckt, sage ich mal. Das Monroe-Institut hat nicht nur mich als Trainer, es gibt viele Trainer, die als sogenannte Outreach-Trainer in unterschiedlichen Teilen der Welt tätig sind. Und für mich, ich bin immer da hingegangen, wo es mich hingezogen hat. Und wenn eine Anfrage kam aus Kanada, dann habe ich die genommen. Und hier in Deutschland war es so, dass sehr schnell eigentlich ein Interesse da war. Der Markt hier war mit diesem Thema noch nicht sehr bedeckt, sage ich mal, vor 12 Jahren. Und man hat auch nur hinter vorgehaltener Hand über dieses Phänomen gesprochen und wurde meist müde belächelt, während es heute natürlich auch im Zeitalter der modernen Medien und der sozialen Medien eine ganz andere Gestalt angenommen hat. Und heute kann man ganz offen auch beim Mittagessen mit Verwandten darüber reden, weil es dann doch salonfähig wurde und für viele, viele Menschen eben interessant und spannend ist. Also die Leute, die haben sich geändert. Wenn wir über die paranormalen Themen reden, außerkörperliche Erfahrungen, mit welchem Alter hast du selbst die erste außerkörperliche Erfahrung erlebt? Rückblickend mit dem Wissen, was ich heute habe und dem Verständnis, was ich heute habe, denke ich, dass das zum ersten Mal tatsächlich im Alter von 13, 14 Jahren passiert ist. Damals habe ich das nicht einzuordnen gewusst. Und es gibt ein Phänomen, das insbesondere auch Jugendliche, die unter einem enormen Stress stehen, aus schulischen Gründen, aus familiären Gründen, warum auch immer, oder auch kleine Kinder, dass die sich einen Zufluchtsort suchen, der abseits der physischen Realität verankert ist, aber kein Verständnis dafür haben, wo dieser Ort tatsächlich ist, sondern sich gedanklich dahin begeben und andocken an einem Datenfeld, nenne ich das jetzt mal, was nichts mit der physischen Realität zu tun hat. Und das sind aber andere Arten von Erfahrungen gewesen, als ich heute habe, muss ich sagen. Heute habe ich zum Glück die Fähigkeit zu differenzieren, auch warum suche ich eine Erfahrung und was mache ich in dieser Erfahrung. Ich kann das, ich will nicht sagen zu 100% kontrollieren, weil da sehr viele Faktoren eine Rolle spielen, angefangen zu der Tagesform, bis hin auch zu dem, was ist in der nicht physischen Welt gerade los. Und aber ich habe eine Methode eben, die mir erlaubt, durch konsequentes Üben, muss ich auch ganz deutlich dazu sagen, am Ball zu bleiben und diese Art von Erfahrung mehr oder weniger willentlich einzuleiten. Glaubst du, dass Leute, die mehr in sich gehen können, leichter diese außerkörperliche Erfahrungen vollbringen können, als Leute, die zu sehr fokussiert sind im täglichen Leben? Ist ja Yoga etwas, was hilft, sich zu verinnerlichen und diesen Zustand zu erreichen? Ja und nein. Yoga ist ja nun ein wirklich breites Feld. Wenn wir uns den meditativen Aspekt der Yoga-Lehre anschauen, ist das sicherlich eine Art, einen Anfang zu finden, in die Stille zu kommen, zu reflektieren und zu schauen, was bin ich, wenn ich mehr bin als mein physischer Körper. Die Asanas im Yoga helfen hingegen eher wieder zu erden nach einer Erfahrung. Das ist für mich ganz wichtig, dass wenn ich aus einer Erfahrung komme, dass ich wieder festen Boden unter den Füßen bekomme, dass ich mit beiden Beinen in dieser Realität stehe und nicht irgendwo so dazwischen balanciere. Das kann sehr, sehr anstrengend sein und kann auch dem physischen Körper-Geist-System, ich will nicht sagen schaden oder vielleicht kann es das auch, aber es fühlt sich einfach nicht gut an. Somit muss man das eben auch unter dem Aspekt betrachten. Meditation ist sicherlich eine gute Voraussetzung, eine regelmäßige Meditationspraxis, aber dann eben auch ganz gezielte Übungen und ein Verständnis, was da passiert mit mir als Mensch und meinem Bewusstsein in so einer Erfahrung. Und ich denke, bei mir ist der Groschen am Ende erst gefallen, als ich tatsächlich verinnerlicht habe und erlebt habe, ich bin ein multidimensionales Wesen. Ich bin nicht beschränkt auf
die Wahrnehmung mit meinen physischen Sinnen in der physischen Realität, sondern Realität ist viel, viel, viel weitreichender als das, was wir hier mit unseren physischen Augen, Ohren, unserem Tastsinn, Geruch und Geschmack wahrnehmen. Ja, ich hatte den Eindruck, Hermann wollte eine Frage stellen. Ja, die AKE, ist es eigentlich notwendig, bevor man eine AKE unternimmt, um Schutz, um geistigen Schutz zu bitten? Weil ich stelle mir vor, wenn man jetzt den Körper verlässt, ist man ja eigentlich durch die Silberschnur, wie man das so sagt, verbunden und muss ja auch dann wieder irgendwann geschützt wieder in den Körper zurückgehen. Ist das schon mal ein Umstand vielleicht in deiner Praxis gewesen, wo das nicht der Fall war, wo der Körper, der Astralkörper nicht mehr in den materiellen Körper zurückgefunden hat? Da muss ich so ein ganz klein bisschen ausholen. Und ich stelle meinen Teilnehmern in meinen Workshops immer die Frage, ganz am Anfang, schließt mal kurz die Augen und lasst euch auf diese Frage ein, ohne dass eine Antwort jetzt unbedingt kommen muss. Mhm. Ist das Bewusstsein tatsächlich im Körper oder ist der Körper vielleicht im Bewusstsein? Ich lasse es einfach mal so stehen, ne, auch für unsere Zuhörer und Zuschauer. Darüber kann man meditieren und kann das einfach mal sacken lassen. Und früher bin ich mit dieser Methodik ans Werk gegangen, da will was aus dem Körper raus oder da muss was aus dem Körper raus. Heute bin ich in der tiefen Überzeugung, dass diese Realität, die wir uns ja selbst erschaffen haben, dass sie nur eine Projektion ist und das Bewusstsein dahinter steht und nicht im Körper verankert ist. Und die eigentliche Aufgabe bei dem Erleben einer außerkörperlichen Erfahrung ist gar nicht, den Körper zu verlassen, sondern tatsächlich sich zu erinnern, was bin ich eigentlich über diese Physis hinaus. Und der Physiker Thomas Campbell erklärt es sehr schön, Bewusstsein ist ein Kontinuum. Bewusstsein ist keine getrennte Einheit. Mein Bewusstsein ist nicht getrennt von deinem Bewusstsein, Hermann, sondern unterm Strich sind wir ein Bewusstsein. Ich kann lernen, an der Datenmenge einer Realität anzudocken und an der Datenmenge einer anderen Realität abzunabeln. Und wenn ich vermag, diesem Informationsfluss der physischen Realität zu entfliehen, oder bewusst mich davon entziehe, sage ich mal besser, dann kann ich an dem Datenfluss einer anderen Realität andocken. Und je nachdem, wie das passiert, das kann graduell passieren, das kann aber auch voll und ganz in der Erfahrung sein, dass ich zu 100% da bin. Und dann sind diese nicht-physischen Realitäten oft realer als das, was wir hier im Physischen erleben. Mhm. Was jetzt Dämonen oder böse Energien oder Schutzbedarf angeht, ich habe, und das sage ich mit total authentisch und ehrlich, in meinen jetzt, wie viele Jahre sind es, 22 Jahre, in denen ich außerkörperliche Erfahrung übe, nicht eine einzige Situation gehabt, in der ich mich in Gefahr gefühlt habe. Ich habe seltsame Dinge erlebt, die mir vielleicht auch für ein Momentchen, ich will nicht mal sagen Angst eingejagt, aber mich doch verwundern lassen haben. Aber ich bin Gott sei Dank auch mit einer Methode gewachsen. Geh doch darauf mal ein. Ich will den Satz gerade beenden. Ich bin in einer Methode gewachsen, in der immer im Mittelpunkt steht die Absicht. Warum mache ich das, was ich mache? Und warum suche ich die Erfahrung? Und wie ist mein Geisteszustand, wenn ich diese Erfahrung beginne? Und meine seltsamste Begegnung war tatsächlich schon relativ früh in diesem Prozess, als ich jedes Mal, wenn ich diesen Versuch unternahm, meinen Körper zu verlassen, in Anführungsstrichen, dass ich sofort dämonenhafte Gestalten um mich hatte. Und dann hieß es von anderen Leuten, die Ähnliches erlebt haben, ja, das sind die niederen Astralebenen, du musst sehr vorsichtig sein, die können deinen Körper besetzen. Nichts ist passiert. Das ist lediglich, was passiert ist. Das Bewusstsein hat sich sehr schnell wieder mit dem Körper verkoppelt und es gab einfach kein Raus. Später habe ich dann festgestellt, dass diese dämonenhaften Gestalten, Manifestationen meiner eigenen Ängste, meiner eigenen Sorgen, alles dieser Ballast, den wir täglich projizieren. Und diese Manifestationen können in bestimmten nicht-physischen Umgebungen eine Gestalt annehmen.
Und wenn man das weiß, und dann kann man adäquat damit umgehen, und oftmals ist es mit einer simplen Konfrontation getan, wer bist du, was willst du, und dann macht es Puff und dann ist es weg. Man kann natürlich diese Angst auch noch verstärken, wenn so eine Begegnung kommt, und dann werden die Dämonen größer und größer. Aber sie sind am Ende, zumindest aus meiner Erfahrung, und ich kann nur für mich sprechen, illusorisch. Wo gehen wir dann hin, wenn wir diese außerkörperliche Erfahrung machen? Verlassen wir unseren Körper oder suchen wir nur die Verbindung mit unserem höheren Selbst, was nicht zentriert ist in unserem Körper? Das ist natürlich am Ende eine Frage auch des Vokabulars und des Labeling. Es ist sehr schwierig, oftmals diese Phänomene in Worte zu fassen, weil viele Labels schon oftmals auch mit verschiedenen Bedeutungen vergeben worden sind. Ich bin mal sehr vorsichtig, wenn es um das höhere Selbst geht. Für mich ist das höhere Selbst tatsächlich noch eine Stufe höher als die Astralebenen, wenn man so möchte, wobei das keine Ebenen sind, sondern Dimensionen, multidimensionale Landschaften in sich, und darüber steht dann vielleicht das höhere Selbst. Wenn ich meinen Körper in einen Zustand versetzen kann, in dem er physiologisch schläft, eine Art Schlafparalyse bewusst einleiten kann, meinen Geist aber vermag, wach zu halten, dann kann ich tatsächlich das Bewusstsein vom physischen Körper weglenken, wegfokussieren und an unterschiedlichen Realitätssystemen andocken. Das Naheliegendste wäre eine Substruktur der physischen Realität, die sehr schnell die Illusion verschafft, oh, ich habe meinen Körper verlassen und ich sehe meinen eigenen Leib dort liegen und der schläft. Und dann ist diese Illusion plötzlich im Gange, die suggeriert, du bist aus deinem Körper ausgetreten und du bist aber in der physischen Realität. Nach langem Beobachten dieses Phänomens habe ich für mich festgestellt, das ist nicht die physische Realität, auch wenn es zu 99% so aussieht, aber es gibt bestimmte Merkmale, die mir dann plötzlich sagen, hier stimmt was nicht. Dann steht plötzlich ein Stuhl im Raum, der vorher nicht gestanden hat. Es ist plötzlich Teppichboden da, wo vorher Holzfußboden war. Und auch das sind Manifestationen, ähnlich wie die, von denen ich eben geredet habe, die in dieser Substruktur bereits Gestalt angenommen haben. Das wäre die erste Ebene, in die ich komme. Aber es ist eine Frage meiner persönlichen Absicht. Ich überspringe generell in meinen Erkundungen diese Ebene, weil sie mir zu nah an der Physis ist. Und auch immer die Gefahr ist, dass der Körper ja Aufmerksamkeit haben möchte. Und solange wie ich den physischen Körper in irgendeiner Weise spüre oder im Blickfeld habe, ist es schwierig, das Bewusstsein zu 100% irgendwo anders andocken zu lassen. Also ist mein Herangehen immer so weit weg wie möglich. Und ich habe bestimmte Anlaufpunkte dank einer wunderbaren Landkarte der nicht physischen Realitäten, die Robert Monroe uns hinterlassen hat, wo man tatsächlich sagen kann, okay, dann ist meine Absicht, erstmal in eine ganz fremde Umgebung zu gehen und dort die ersten Erkundungen zu machen. So außerkörperliche Erfahrungen erlebt man ja auch oftmals, wie du eben schon selber erwähntest, bei OPs, wo es auch schon Situationen gibt, wo du deinen Körper dann bei der OP liegen siehst, bei starkem Alkoholkonsum oder Drogenmissbrauch, sind ja auch schon Fälle aufgetreten, wo man praktisch seinen Körper verlässt. Ist das auch schon eine AKE oder würdest du anders einstufen? Das würde ich alles in das Spektrum von außerkörperlichen Erfahrungen mit einbeziehen. Es wird immer sehr leichtfertig mit dem Wort Astralreisen heute umgegangen. Auch das ist ein Aspekt von außerkörperlichen Erfahrungen. Nahtoderfahrungen gehören auch damit rein. Jede Nahtoderfahrung birgt auch eine außerkörperliche Erfahrung. Umgekehrt ist es nicht so. Nicht jede außerkörperliche Erfahrung ist eine Nahtoderfahrung. Träume zu einem, ja, also da bin ich ein bisschen vorsichtiger, weil Träume werden in einem anderen Gehirnareal erlebt, in Anführungsstrichen, als außerkörperliche Erfahrungen. Aber wenn wir jetzt über OP, über das Phänomen unter Narkose beispielsweise oder Drogeneinfluss sprechen, da können klassische außerkörperliche Erfahrungen getriggert werden durch das Narkosemittel, durch die Droge. Bei Alkohol habe ich es ehrlich gesagt noch nie erlebt, weil das Bewusstsein da so getrübt wird, dass das dann doch eher im Schlaf endet als in einer bewussten Erfahrung. Aber
Ich habe tatsächlich gerade eine OP hinter mir, nicht in der ersten Runde, in der zweiten Runde, die ich gerade hatte, aber in der ersten Runde meiner Zahnoperation hat man mich in einen Dämmerschlaf versetzt. Und da ist es tatsächlich passiert, dass ich plötzlich bewusst geworden bin und mich selber im Zahnarztsessel wahrgenommen habe. Das war ein kurzer Moment und ich habe dann, als ich aus dem Dämmerschlaf erwacht bin, dem Zahnarzt ganz aufgeregt davon erzählt, ohne dass ich mich daran erinnern konnte, weil ich immer noch benebelt war. Aber das wäre da natürlich auch einzuordnen. Ne? Das war eher eine unkontrollierte Erfahrung. Auch unter Drogeneinfluss sind es unkontrollierte Erfahrungen. Mhm. Und da muss ich sagen, haben wir heute bessere Methoden als wir können die Intensität dank moderner Audiotechnologien beispielsweise, wie das Hemisync, was Monroe damals entwickelt hat, kann man das behutsam einleiten, behutsam steuern, wenn wir auf Drogen zurückgreifen. Selbst wenn es Naturdrogen sind, wie Ayahuasca zum Beispiel, passiert das dann sehr unkontrolliert. Und ich denke, beides hat seinen Platz. Ich will da auch nicht urteilen. Für mich ist es aber immer angenehmer, das Ganze in einer eher behutsamen, wohlgetragenen Weise zu erleben. Ja, so eine könntest du vielleicht unseren Zuschauern erklären, wie wir die Begriffe Astralraum und Ätherraum zu verstehen haben? Der Ausdruck Ätherraum zum Beispiel, den höre ich jetzt zum ersten Mal. Das ist mir ist ein Begriff, ein Label, was mir nicht geläufig ist. Wenn ich über diese Erfahrung spreche, dann spreche ich vielleicht über den ätherischen Körper und über den Astralkörper. Und ich persönlich, aber das ist tatsächlich nur mein Labeling, meine Herangehensweise, ich bringe den ätherischen Körper dann mit dieser Substruktur der physischen Realität in Verbindung. Weil das die erste Schicht ist über unserem physischen Körper hinaus, die spürbar ist. Und ich habe das Gefühl, wenn ich den Körper verlassen habe, in Anführungsstrichen, dass ich immer noch eine Art Form habe in dem Moment und die zwar nicht mehr mit meiner physischen Form vergleichbar ist, aber doch habe ich das Gefühl, da sind noch Gliedmaßen. Wenn es dann um Astralkörper geht, da verliert sich das für mich schon wieder. Da habe ich nicht mehr das Bewusstsein, da sind Arme und Beine, sondern es geht sehr schnell in eine 360-Grad-Wahrnehmung und ich fühle mich eher wie ein Funke-Bewusstsein, könnte ich vielleicht sagen. Ich nutze dieses diese Lehre der Energiekörper gerne als Werkzeuge in meinem Unterricht. Ähnlich wie die Silberschnur, da habe ich vorhin nicht drauf geantwortet. Ich persönlich habe die Silberschnur gesucht und nicht gefunden. Und ich habe sie interessanterweise jetzt erst vor ein paar Wochen zum ersten Mal bei jemand anderem beobachtet. Das ist für mich eine ganz neue Erfahrung gewesen, weil ich jetzt 2 Jahrzehnte lang danach gesucht habe und andere mir immer erzählen, da ist eine Silberschnur, die verbindet den Energiekörper mit dem physischen Körper. Aber dafür muss ich natürlich auch den Glaubenssatz tragen, dass ich einen Energiekörper besitze. Und wenn ich diesen Glaubenssatz nicht trage, dann ist diese Silberschnur wahrscheinlich auch nicht sichtbar. Mhm. Ja, im Traum, also im Schlaf, im Traum werden, ist ja eigentlich auch schon festgestellt worden, dass wir unser Körper, unser geistiger Körper, unseren materiellen Körper verlässt, in die geistige Welt zu Schulungszwecken, sage ich mal. Aber das ist dann von deiner Sicht aus ja nicht mit einer AKE zu vergleichen, weil du ja eigentlich keine Erinnerung mehr an diese Erlebnisse hast im geistigen Reich. Wenn du morgens aufwachst, hast du ja nur eigentlich deine, ich sag mal, die banale Realität geträumt. Das, worum es geht, durch diese außerkörperliche Erfahrung im geistigen Reich, durch die Belehrung, die du da empfangen sollst, um daran weiter zu wachsen, an die kannst du dich wahrscheinlich nur intuitiv erinnern. Ja, und das würde ich aber jetzt auch abschotten von dem Wort Träume. Wir träumen und wir haben außerkörperliche Erfahrungen nachts. Wenn ich unterwegs bin, dann begegne ich in der Substruktur der Physis hauptsächlich und manchmal aber auch in den Astralebenen, wenn ich so nennen will, sogenannten Schläfern, die an mir vorbeiziehen. Das sind wie wolkenartige Gebilde, die zu Hunderten kommen und einfach Teil dieser Erfahrung sind. Und das sind aus meiner Beobachtung her Menschen, die schlafen und unbewusst in einer außerkörperlichen Erfahrung sind.
Ich würde so weit gehen, zu sagen, dass wir alle außerkörperliche Erfahrungen haben während des Schlafes. Die sind nicht bewusst. Und vielleicht ist auch ein Grund dahinter, warum sie nicht bewusst sind. Also das habe ich noch nicht für mich nicht erforschen können, aber unser Körper schläft. Das ist ja genau der Zustand, den ich versuche, auch bewusst meinen Seminarteilnehmern anzutrainieren. Und perfekter geht es nicht als in der Nacht. Und was du sagst mit den Schulungen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das habe ich tatsächlich auch beobachten können. Ich habe sogar mich selber in einer lehrenden Tätigkeit in einer bestimmten Astralebene wahrnehmen können. Nachdem mich jemand anders darauf aufmerksam gemacht hat, ist er mit mir zusammen dahin gereist, um mir zu zeigen, dass ich dort auch tätig bin. Aber das war für mich jetzt gar nicht so überraschend, weil ich zu dem Zeitpunkt schon davon ausgegangen bin, ich bin ein multidimensionales Wesen. Und Aspekte meiner Seele sind auch in anderen Dimensionen permanent. Nur unser Fokus ist hier mit der Persönlichkeit, mit dem Ego, mit der physischen Realität verbunden. Aus dem Grund eben, dass wir hier Erfahrungen machen. Aber ich bin der Überzeugung, der tiefen Überzeugung, dass wir parallel auch noch andere Erfahrungen machen, die uns hier im Wachbewusstsein nicht zugänglich sind. Ja, okay. Frage. Wenn du im astralen Bereich an Reisen bist, kannst du uns ein bisschen verraten, was passiert da, was siehst du? Das kommt tatsächlich auf die Dimension an, die ich mir als Ziel nehme. Und ich habe sehr viel Zeit mit dem, was wir hier allgemein als Jenseits bezeichnen, zum Beispiel verbracht, mit der Erforschung des Jenseits. Ich habe interessanterweise eine sehr starke Resonanz von Anfang an mit diesem Gebiet gehabt. Die Gründe dafür sind mir nicht bekannt, aber die Wahrnehmung fiel mir sehr leicht. Und vielleicht auch, weil es eine Welt ist, die unserer physischen Welt sehr ähnlich ist. Zwar aus meiner Perspektive sehr feinstofflich, das heißt Gebäude, Wesen, Infrastruktur nehme ich eher feinstofflich wahr, so ein bisschen so, als wäre das nicht stabil. Wenn man aber die Bewohner dort fragt, wie nehmt ihr euch wahr und eure Welt, dann sagen die immer, wir sind ja auch genauso wie die Gebäude, wir sind aus dem gleichen Stoff, aus Materie und deswegen nehmen wir das hier alles sehr wie die Materie wahr. Das finde ich hochspannend, dass uns dort eine Welt erwartet, die unserer Welt hier sehr, sehr ähnlich ist in vielerlei Hinsicht. Die Grundgesetze, die physikalischen, sind sicherlich anders. Weil Schwerkraft, lineare Zeit, so wie wir sie hier kennen, natürlich keine Rolle spielen oder eine sehr andere Rolle spielen. Auch das Verständnis von Raum, was wir hier haben, physikalisch in unserer Dimension, dort anders zu verstehen. Aber ich bin kein Physiker, deswegen kann ich das auch nur aus meiner laienhaften Beobachtung eben beschreiben und finde es enorm spannend, dass es Welten gibt, wie eben das Jenseits, wo die im Prinzip genauso weiterleben wie wir hier. Die essen sogar und trinken. Sie müssen das nicht, weil es gibt kein Verdauungssystem. Vorstellung, oder? Sie festieren es sich. Nein, man kann jede Form annehmen dort. Ich kann mit jedem Gedanken etwas manifestieren, ob das ein eigener Körper ist, ein eigenes Haus. Und genauso schnell kann ich das verschwinden lassen. Es sei denn, es sind Manifestationen, die kollektiv gefüttert werden von Energie, wie bestimmte Institutionen dort und Teile der Infrastruktur. Die sind sehr viel dichter als so das persönliche Umfeld, das sich dort jeder geschaffen hat. Ja, sind wir uns was einig? Was ist mit neun, Hermann? Bitte du. Sind wir uns ganz kurz, sind wir uns einig darin, dass, wie du eben sagtest, Nahrung aufnehmen, wenn ich die brauche, dass ich mir das ja auch nur vorstelle. Solange ich als jenseitiger Mensch das Bedürfnis habe, Nahrung aufzunehmen, kann ich das, auch wenn ich das eigentlich gar nicht mehr brauche, nur um alte Strukturen festzuhalten. Ja, ich würde das noch ein ganz klein bisschen anders formulieren. Es geht gar nicht unbedingt ums Festzuhalten. Natürlich nach dem unmittelbaren Übergang spielt das Festhalten eine sehr starke Rolle noch immer. Und dann die Integration. Entschuldigung, ich muss einmal husten. Die Integration
oder die Reintegration in unser eigentliches Zuhause, in diesem Bereich, der aber auch nur eine Durchgangsebene im Prinzip darstellt. Aber es hat auch soziale Aspekte. Wir sind konditioniert und wir nehmen unsere Konditionierung nach dem physischen Tod mit. In dem Moment, wo ich sterbe, bin ich genau der gleiche, der ich einen Moment vorher war. Mhm. Und dort dreht sich eben sehr vieles um Kunst, Kultur, um Lernen, um Vergnügen, um Freude, um Feiern. Und deswegen spielen solche Sachen, auch wenn es ein bisschen seltsam banal klingt, wie Getränke und Nahrung, eine Rolle. Aber ich muss nicht kochen, ist das Schöne. Ich kann es mir vorstellen und es ist da. Ja. Es dient einfach nur als Zweck, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt und zusammen sein möchte. Und dann kommt plötzlich eine Gans auf den Tisch. Super. Also ich habe viele Male in Untersuchungen miterlebt, dass Verstorbene, die erdgebunden waren, gesagt haben, wir essen heute dieses und dieses Essen, was ich eigentlich verwundert aufgenommen habe, weil eigentlich hat man gedacht, ja, das ist doch alles vorbei, das braucht ihr ja gar nicht mehr, aber es hat irgendwas mit den Vorzügen gehabt, zu tun gehabt, wie die gelebt haben. Die möchten diese Art und Weise einfach nicht gehen lassen, weil sie sich da einfach wohlgefühlt haben. Aber ich habe die Erklärung bekommen auch schon, dass es nicht notwendig ist zu schlafen. Und darum hat man sehr, sehr oft, also zumindest ich, die Durchsage, ja, ich bin jetzt in Deutschland, ich komme in deinen Abend zu dir. Und wenn du dann fragst, ja, schläfst du dann nie? Wir brauchen nicht zu schlafen, wenn wir nicht wollen. Also es scheint eine ganz andere physische Welt zu sein. Und wenn man alles zusammenzieht, aber sehr doch noch gelingt zu denen, was wir von unserem täglichen Leben kennen. Hast ja, du, Oliver? Dazu, bitteschön, du. Dazu möchte ich ganz kurz auch noch klarifizieren, dass was wir als Jenseits bezeichnen, ist ein Gebiet, was in sich multidimensional ist und unter unterschiedliche Schwingungs- oder Vibrationsebenen birgt. Und nicht jeder Verstorbene geht direkt in die nächste Entwicklungsstufe, sage ich mal. Sondern es gibt tatsächlich, du hast es erdgebunden genannt, das ist immer ein hartes Wort, aber das gibt es tatsächlich aus meiner Perspektive auch, Seelenanteile, die unerledigte Geschäfte haben, die noch etwas bekannt geben möchten, die ihren Süchten weiter frönen möchten und das dort nicht können. Egal, was für Süchte das sind. Und die halten sich in einer, ich nenne sie mal Zwischenebene auf, die zwar vielleicht minimal nur einen anderen Vibrationszustand hat, aber trotzdem eben nicht der Evolution insofern dient, dass es da ein Weiterkommen, ein Lernen, eine Selbstreflexion gibt. Und das wird, kann man als erdgebunden vielleicht bezeichnen. Aber da sind zum Beispiel auch Seelenanteile, die sich nicht bewusst sind, dass sie tot sind, ohne dass sie erdgebunden sein wollen. Die stehen an irgendeiner Bushaltestelle, weil der Tod so schnell kam, dass sie einfach immer noch auf den Bus warten und das linearer Zeit, wenn wir das zugrunde legen, Jahrzehnte vielleicht. Das nehmen die nicht wahr. Aber aus unserer Perspektive können wir sehr schnell Daten sammeln und schauen, oh, das ist schon 1950 passiert, abgefahren. Ne? Und wir haben die Fähigkeit, da tatsächlich auch zu unterstützen. Und Licht in diese Ebene zu bringen. Also was man als Durchgabe mir auch noch dargelassen hat, ist die Mode. Es gibt eine Mode da drüben, aber jeder kann tragen, was er will. Und manche Leute stellen sich so gerne dar, wie sie eigentlich zu ihren Zeiten inkarniert waren. Das heißt, das kann 300 Jahre zurücklegen und haben noch diese Kleidung, die sie sich eigentlich aus dem Nichts erschaffen. Aber es gibt auch Modetrends im Jenseits, wie ich gehört habe. Vielleicht, Oliver, kannst du das bestätigen? Oder sagst du, nö, das habe ich eigentlich nicht so gesehen? Also Trends weiß ich nicht. Ich habe ehrlich gesagt noch nie einen Ausflug in die Shopping Mall gemacht oder auf den Laufsteg im Jenseits. Ich will nicht sagen, das gibt es nicht. Ne? Also ich bin da total offen auch für die Möglichkeiten. Aber was ich beobachte, ist tatsächlich, was du eben beschreibst. Ich sehe dort alte Römer laufen, ne? Die einfach Gefallen daran finden, sich so darzustellen. Aber
bei den meisten ist es so, die haben erstmal noch ein Bedürfnis, für eine Weile lang eine körperliche Form zu haben. Und dann wird es aber irgendwann auch nicht mehr nötig, weil sie realisieren, ich bin Bewusstsein. Und wenn sie sich uns präsentieren oder sichtbar machen wollen, dann nehmen sie gerne eine Form an, die uns erlaubt, sie wiederzuerkennen, aber eben auch ihnen gefällt. Ich nehme mal ganz gerne die Oma meiner Frau als Beispiel, die anfangs sie ist 98 Jahre alt geworden und die anfangs sehr, sehr schnell auch sehr, sehr mitteilungsbedürftig war nach ihrem Ableben. Und die hat sich dann erstmal als alte Frau gezeigt und schon einige Tage später plötzlich war das Erscheinungsbild einer 25-jährigen Tänzerin mit ihrem Geist verbunden. Und ich fand es faszinierend. Ich habe sie trotzdem erkennen können in ihrer Essenz, aber das ist, wie gesagt, das bin ich in meinem Wesen, in meiner Essenz. Ich bin jung und ich will nicht als alte, faltige 98-Jährige in Erinnerung bleiben, sondern das bin ich. Und das ist auch eine ziemlich spannende Angelegenheit. Man kann jegliche Erscheinungsform annehmen oder kann jegliche Mode tragen, wie man möchte. Aber, und jetzt wird es interessant, natürlich könnte ich als Verstorbener auch die Form von Helmut Kohl annehmen. Und deswegen ist es sehr wichtig, auch insbesondere bei außerkörperlichen Erfahrungen und Astralreisen, wenn ich Begegnungen habe mit Entitäten, die sich vorstellen bei mir und sagen, ich bin dein Geisthelfer oder ich bin dein Freund sowieso oder du erkennst jemanden, ich gehe immer mit einem großen Fragezeichen daran und stelle entsprechende Fragen auch, um herauszufinden, bist du wirklich der, der du vorgibst zu sein? Es passiert tatsächlich, dass da Missrepräsentationen auch kommen, aus was für Gründen auch immer. Mhm. Nur mal ganz kurz noch mal auf Robert Monroe zu sprechen kommen. Er hat ja so eine Skala von 1 bis 27 aufgestellt. Was haben diese einzelnen Stufen zu bedeuten? Sind die vergleichbar mit Sphären? Oder was meint er damit? Also das ist die Landkarte, von der ich vorhin kurz sprach, die er hinterlassen hat. Er nennt diese Zahlen, die er verwendet hat, die übrigens in seiner Lebenszeit bis 35 gingen und dann später von einer Trainerkollegin bis 49 noch weitergeführt wurden, sind sogenannte Fokus-Level. Und einfach aus Mangel an einem adäquateren Vokabular hat Monroe unterschiedliche Bewusstseinszustände mit Zahlen versehen und hat sie Fokus-Level genannt, weil in seiner Erfahrung hat es sich angefühlt, als würde das Bewusstsein irgendwo fokussieren in einer nicht physischen Umgebung. Und ich betrachte das heute ein bisschen anders, als Monroe das klassischerweise vermittelt hat. Ich nutze diese Landkarte auch heute noch, vielleicht nicht mehr die Zahlen, die brauche ich nicht, aber ich habe das verinnerlicht und frage mich immer, okay, ist das eher ein Zustand oder eher eine Räumlichkeit, die er dort? Oder vielleicht gibt es auch beides bei manchen Sachen. Ich nehme mal ein Beispiel, da gibt es den Fokus 15. Fokus 15 hat er mit dem Titel Raum ohne Zeit versehen. Und da kann ich eintauchen in diesen Raum ohne Zeit und kann das als eine Art Räumlichkeit erkennen und kann es auch räumlich nutzen. Gleichzeitig, wenn ich aber mit der Absicht Fokus 15 einleite, das als Zustand zu erleben, dann habe ich eine ganz andere Qualität und eine ganz andere Erfahrung. Und dann gleicht es eher einer sehr tiefen Trance, wie man es vielleicht von Trance-Medien kennt, die komplett aus dem Weg gehen und sich rausnehmen, um für jemand anderen Platz zu machen. Mhm. Und ich finde das wahnsinnig hilfreich, dass Monroe so eine wunderbar detaillierte Landkarte hinterlassen hat, die uns erlaubt, erstmal überhaupt einen Anfang zu finden. Wo gehe ich denn hin, wenn ich meinen Körper verlasse? Ich weiß ja gar nicht so, was will ich denn und was gibt es überhaupt für Möglichkeiten auf dieser riesigen Kirmes der Dimensionen. Und das ist ohne diese Landkarte, ganz ehrlich, wäre ich überhaupt nicht in der Lage gewesen, nur ansatzweise zu navigieren. Die Zahlen sind willkürlich gewählt. Nur weil eine Zahl jetzt höher ist als eine andere, ist es nicht, das ist besser, spannender, sondern man darf sich das eher vorstellen wie so ein altes analoges Radio. Da habe ich auf einem Sender habe ich Nachrichten, auf dem anderen habe ich Popmusik und auf dem dritten habe ich klassische Musik. Und so sind diese Sphären, wie du es gesagt hast, eben auch unterschiedlich. Ja. Okay. Qualität.
Du hast über Schwingungsebenen geredet. Hast du schon mal negative Schwingungsebenen besucht, wo du sagst, ja, da sieht es eigentlich nicht so aus wie in den höheren Ebenen. Was ist der Unterschied zwischen den sehr positiven Schwingungsebenen oder den nicht so positiven Ebenen, wenn man das so nennen kann? Wenn man es so nennen kann. Und ich bin kein Freund von dieser Darstellung nieder und hoch, weil für mich ist es eher ein ineinander geflochten sein, dass tatsächlich die Vibration in einer Ebene oder in einer Dimension eine andere ist, die da zugrunde liegt, als in einer weiteren. Und das Einzige, was ich als negativ empfunden habe, wenn man das so nennen möchte, ist der Bereich, den Robert Monroe auf seiner Landkarte als Fokus 26 betitelt hat. Es geht los bei Fokus 21, das ist die Grenze, die Brücke zwischen den physischen und den nicht physischen Energiesystemen. Und da beginnt das Jenseits sozusagen, vereinfacht gesagt. Und innerhalb dieser Jenseitsstrukturen gibt es Ebenen, die vielleicht eben da auch, wo Leute sind, die erdgebunden sind, die sich nicht so himmlisch anfühlen, sage ich mal, wie man das erwarten würde. Da sind keine Engelsglocken, da ist keine Leichtigkeit, sondern da ist eine gewisse Geschäftigkeit, eine gewisse Dichte und eine Aufregung und ein Unverständnis und Verzweiflung. Und dann kommen die sogenannten Glaubenssystem-Territorien, wo Seelenaspekte ihren Resonanzfeld finden, die zu Lebzeiten einem sehr, sehr strikten Glauben gefolgt sind, auch einen Glauben, was das Ableben angeht. Ob das Christen sind oder Muslime oder Jehovas Zeugen oder hauptsächlich religiöse oder auch Urvölkergemeinschaften, die sich dort zusammenfinden. Und dann gibt es 26 und dort sind tatsächlich eher Kleinstgruppierungen oder individuelle Seelenanteile, die in sich gefangen sind. Und das ist eine Ebene, da habe ich überhaupt gar keinen Zugang. Das ist so wie so eine Art, wenn ich versuche, da anzudocken, als würde man zwei gleiche Magnetpole aufeinander zuschieben. Und ich denke, ich habe nicht mal die Fähigkeit, meine Vibration so weit runterzubringen, dass ich da Resonanz finde. Und finde es auch sehr, sehr unangenehm, das zu versuchen überhaupt. Aber meine Wahrnehmung ist dementsprechend auch spärlich, weil Wahrnehmung und Resonanz gehen sehr, sehr stark Hand in Hand. Und Leute, die, ich sag mal, sehr viel Horrorfilme gucken, die sich mit Ängsten durch ihr Leben binden, die haben eine andere Schwingung als jemand, der in Freude, in Liebe und Vertrauen unterwegs ist. Und die finden natürlich dort eher eine Anbindung, wenn sie auf eine Astralreise gehen oder in eine außerkörperliche Erfahrung, weil das ihren momentanen Zustand eher spiegelt. Und deswegen sind mir vielleicht auch diese dämonenhaften Ebenen verborgen geblieben, weil ich vielleicht einfach zu... eine höhere Schwingung hast. Ja, ich habe mich das letzte Mal mit dem Horrorfilm, glaube ich, da war ich 14 oder 15 auseinandergesetzt und das war's. Ich bin sehr sensibel und hab Gewalt und solche Sachen nie wirklich in mein Leben hereingelassen. Auch das Beobachten, auch das Schauen von Nachrichten. Ich kann das lesen, das macht mir nichts aus, aber im Fernsehen bewegte Bilder zu sehen, die gräuliche Sachen zeigen, da schalte ich sofort aus. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum meine Resonanz eher woanders liegt. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass Menschen negative Erfahrungen machen, aber da sind dann auch bestimmte Grundlagen in ihrer Psyche verankert, die das erlauben. Mhm. Hermann, hast du noch eine Frage? Na, ich bin zufrieden. Vielleicht mein Thema jetzt oder wie sieht's aus? Ich würde sagen, wir überraschen, du überraschst uns, Oliver und mich, mit deinem Thema. Mich würde sehr, sehr interessieren, wenn Oliver dieses Thema analysiert, was seine Einschätzung ist. Ja, gerne. Und übrigens für unsere Zuschauer, die uns jetzt ganz aufmerksam zugehört haben und es verdammt interessant fanden, was Oliver uns über den astralen Bereich an Wissen mit auf den Weg gegeben haben. Alle Informationen, wie man ihn erreichen kann, sind in der Videobeschreibung von Oliver hinterlassen worden. Hermann, bitteschön. Ja, also ich habe heute mal einen Fall mitgebracht, der sich eigentlich recht deutlich von anderen unterscheidet, schon alleine aus dem Grund, dass es ja eine große Anzahl von
Zeugen gab, die diese Vorfälle beobachtet haben. Also Ärzte, Familienangehörige, Lehrpersonal, Freunde, Bewohner des Ortes. Bei all den Vorkommnissen stellt sich dennoch die Frage, was haben die Zeugen wirklich gesehen? Und inwieweit kann man ihnen im Endeffekt glauben? Kann es sein, dass all diese Zeugen ja Ereignisse, diese Ereignisse komplett falsch dargestellt, falsch beurteilt haben? Aber lass mich jetzt auf das Thema kommen. Es dreht sich um Cornelio Closa, der 1951 in Manila etwas ja, Gigantisches erlebt hat. Er ist mit seinem Freund Rodolfo von der Zamora Elementary School, wo er zur Schule gegangen ist, nach Hause gegangen, haben sich überlegt, komm, lass uns mal einen größeren Umweg gehen. Da können wir ein bisschen mehr quatschen, haben ein bisschen mehr Zeit. Ja, auf diesem Nachhauseweg blieb Cornelio Closa plötzlich wie angewurzelt stehen und sagte zu seinem Freund Rodolfo, siehst du das weiße Mädchen dort mit dem weißen Kleid? Rodolfo guckte und sagte, nein, was siehst du da? Ja, da steht doch ein Mädchen in einem weißen Kleid. Und dieser Cornelio ist von diesem Mädchen magisch angezogen worden, ist zu ihr hingegangen, hat die Hand ausgestreckt, hat sie berührt und es hat ihn jetzt bildlich gesehen wie ein Blitz getroffen und er war verschwunden. Rodolfo guckte natürlich und war absolut verwundert und erschrocken. Wie sich nachher herausgestellt hat, war Cornelio vor seinem Elternhaus wieder, sag ich mal, zu Bewusstsein gekommen oder zur Erkenntnis gekommen. Die beiden Jungs natürlich haben absolutes Schweigegebot sich aufeinander aufgelegt, weil sie selber nicht wussten, was ist da jetzt gerade passiert. Konnten sie aber nicht lange, weil dieses Phänomen des plötzlichen Verschwinden von Cornelio hat sich vor den Eltern, in der Schule, vor Freunden immer wieder holt, so dass es auch nicht mehr zu verheimlichen war. Ja, jetzt stellt sich die Frage, was ist da geschehen? Hat dieser Cornelio vielleicht eine Besessenheit empfunden? Auf jeden Fall hat sich seine Wesensveränderung so vollzogen, dass er absolut nicht mehr der freundliche, liebe, nette Junge war, der er mal war, sondern er wurde brutal, er wurde unverschämt seinen Freunden und Eltern gegenüber. Und was das Beste dabei ist, er war auch noch stark. Er konnte sich mit drei seiner Schulkollegen streiten und prügeln und er gewann immer. Auf jeden Fall hat dann die Lehrerin irgendwann im Unterricht mal gesagt, auch so, dich nehme ich mir jetzt mal vor, Cornelio, du kommst mal an die Tafel und wollte ihn so ein bisschen zurechtweisen, was ihr aber nicht groß gelungen ist, weil er auf einmal wieder verschwunden war. Und dieses Verschwundensein konnte sich über Tage, sogar Woche hinziehen. Und Cornelio konnte auch nachher nicht mehr sagen, was ist passiert? Wo war ich in dieser Zeit? Dann hat sich ein Priester, der Pastor Samuel, dafür interessiert, für dieses Phänomen des Cornelio Closa, hat nachgeforscht und ist eigentlich zu keinem richtigen Ergebnis gekommen. So hat er sich in Verbindung gesetzt mit Referent Becker aus den USA, der angereist ist und sich diesen Cornelio vorgenommen hat und eingehend alle Situationen erforscht hat, mit dem Ergebnis, das er dann nachher den Samuel weitergegeben hat, dass da wohl eine Besessenheit vorliegen könnte. Ja, auf jeden Fall hat dann der Priester Baker, der Reverend Baker aus den USA, die Familie mit Cornelio in seine Kirche eingeladen und wollte mit den Eltern darüber sprechen. In dem Moment, wo
Cornelio in die Kirche musste, war er auch wirklich angewidert und widerspenstig und wollte gar nicht in diese Kirche hinein. Aber mit Engelszungen, wie man so schön sagt, und mit Gewalt der Eltern, ist er dann doch in die Kirche gezwungen worden und hat dann in dieser Kirche draußen wieder dieses weiße Mädchen gesehen mit dem Ausdruck einer dämonischen Wesenheit. Das hat sich dann nachher so weit entwickelt, dass der Reverend Baker einen Exorzismus durchgeführt hat und danach, man soll es nicht glauben, war Ruhe. Die Eltern sind dann aus Dankbarkeit nachher auch der christlichen Kirche beigetreten. Jetzt stellt sich die Frage, was haben alle die Zeugen gesehen, die bestätigen, dass Cornelio in der Tat von einer Sekunde auf der anderen verschwunden war von dem Ort und irgendwo anders wieder aufgetaucht hat und eine absolute Wesensveränderung durchgemacht hat, die nach dem Exorzismus vorbei war. Das ist so im Groben und Ganzen die Geschichte. Sehr interessant. Also der ist so verschwunden, plupp, da war er nicht mehr da. Genau. Was denkst du, Oliver? Gibt es Besessenheit deiner Meinung nach? Oder sagst du, nee, das ist was anderes? Ich bin da sehr zwiegespalten, glaube ich, sagt man. Zum einen wird mir immer wieder gesagt, auch von nicht-physischen Entitäten, pass mal auf, du musst dir keine Sorgen machen, wenn dein Körper schläft, wenn du unterwegs bist, wenn du woanders andockst. Da ist sobald du Angst einlädst, wird diese Erfahrung auch keine schöne Erfahrung werden. Du darfst in dem Vertrauen leben, dass dein Körper in Sicherheit ist. Und der Grund dafür ist, dass eben da wird das höhere Selbst eingebracht. Du hast ein höheres Selbst, was natürlich Interesse hat, dass diese Inkarnation, die du hier erlebst, auch ausgelebt wird. Dass die Erfahrungen gemacht werden, die gemacht werden sollen im Sinne der Evolution, in dem sich ja das höhere Selbst ebenfalls auch befindet. Und gleichzeitig haben wir aber diese Phänomene, und das ist sicherlich das einzige Phänomen, ich habe viele ähnliche Sachen im Laufe meiner Zeit als Trainer gehört, und ich hatte vor einigen Jahren einen jungen Mann aus Berlin im Workshop, der tatsächlich selber auch Exorzismus im Namen der katholischen Kirche betrieben hat, und der hat mir ganz unglaubliche Storys erzählt. Für mich ist immer ganz wichtig, dass ich keine neuen Glaubenssätze in mein Körpergeistsystem einlade. Ich habe viele, viele Jahre damit verbracht, alte Glaubenssätze abzubauen und gehen zu lassen mit der großen Schippe. Und deswegen höre ich da gerne mit offenen Ohren hin und stelle mir auch die Frage, was ist das? Aber ganz ehrlich, eine Antwort habe ich nicht dafür. Ich finde es phänomenal, weil es ja tatsächlich auch viele dokumentierte Fälle davon gibt. Aber ich selber habe die Erfahrung persönlich noch nicht gemacht und deswegen finde ich es schwierig, das tatsächlich adäquat zu kommentieren. Wenn ich deine Aussage jetzt richtig verstehe, geht es in diese Richtung, dass du sagst, wir leben in einer selbstgeschaffenen Matrix. Ist das richtig? Ja, ich würde heutzutage sogar noch ein Stück weitergehen und der Philosophie oder der Theorie von Thomas Campbell, dem Physiker, den ich eingangs schon mal erwähnt hatte, Raum geben, dass diese physische Realität, die wir hier erleben, eine Simulation ist, eine virtuelle Realität. Und es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass seine Theorie tatsächlich womöglich die einzige ist, die noch Bestand haben kann. In diesem Zuge wäre natürlich dann zu gucken, wie würde so ein Phänomen da reinpassen. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es Programmierfehler gibt. Mir wird auch von Verstorbenen immer mal wieder mitgeteilt, ist dumm gelaufen oder das war eigentlich noch nicht meine Zeit. Wo wir immer denken, weil unser Glaubenssatz so geformt wurde von der Religion, von der Gesellschaft, jeder geht, wenn seine Zeit gekommen ist. Aber wenn es tatsächlich hier eine virtuelle Realität ist, eine Simulation, dann hat die auch Macken. So wie jede Computersoftware, auch die wir hier nutzen, immer mal eine Macke hat. Und vielleicht kann man das da einordnen, dass da tatsächlich
eine Art Besetzung stattfindet durch einen Programmierfehler. Ich habe sehr oft die Durchsage bekommen, dass fast alles, was wir erleben, geplant ist, bevor wir inkarnieren. Das heißt, es gibt eine Zeit, wo sehr intens ist, wo man gute Erfahrungen vielleicht macht, schlechte Erfahrungen, aber es ist nicht by chance, also dass es einfach so passiert. Es scheint bis zu einem gewissen Grad vorbestimmt zu sein und auch noch Platz lässt für Karma, was man selbst aufgebaut hat, weil man sich in irgendeiner Art und Weise dementsprechend verhält. Ja. Wie seht ihr das? Kannst du durch deine außerkörperlichen Erfahrungen das eine Basis geben, wo du sagst, ja, das habe ich auch so gehört? Und Hermann, was sagen die Psychowissenschaften darüber? Zuerst Oliver. Ich würde das Wort vorherbestimmt so ein bisschen ausradieren wollen. Ich denke, so wie ich es beobachte und wie es mir vermittelt wird, gibt es einen Blueprint, es gibt ein Aufgabengebiet, was du mitnimmst, was aber absolut freiwillig passiert. Da ist niemand, der sagt, du musst jetzt altes Karma aufarbeiten oder musst jetzt dich nochmal hinten anstellen, du musst jetzt nochmal inkarnieren. Das passiert auf total freien Willen. Das ist eine Teamentscheidung. Da geht es nicht um ein individuelles Ego, was sagt, ich möchte dies oder das machen, sondern die Seelengruppe, die Seelenfamilie sozusagen, die kommt da ins Spiel und dann wird entschieden, was ist für uns, für unser Bewusstsein, für unser Gruppenbewusstsein, für unser kollektives Bewusstsein jetzt nötig und gefragt. Und es gibt aber auch Philosophien, wenn man die Tibeter sich anschaut, die ihren Totengesang machen, die sagen, bloß nicht in einer dieser Zwischenebenen hängen bleiben, sondern gleich zum Hören selbst. Der AKE-Lehrer William Buhlmann, der eigentlich nach Robert Monroe so die große Instanz ist oder der große Lehrer, sage ich mal, der noch lebt und der eben auch sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich hat, der sagt auch, mein Ziel ist nicht der Park oder da hinzugehen, wo jetzt alle Verstorbenen hingehen, in Anführungsstrichen, sondern auf der Autobahn vorbei, möglichst direkt ans höhere Selbst andocken, damit ich aus diesem Zyklus herauskomme. Ich weiß nicht, wie die Möglichkeiten sind, die sich uns da bieten. Soweit bin ich in meinen persönlichen Erfahrungen nicht. Aber eins weiß ich für mich, es gibt ein gewisses Aufgabenspektrum, was wir mitbekommen. Und das sollten wir möglichst auch erledigen. Und deswegen ist es auch so wichtig, herauszufinden, was ist denn meine Aufgabe? In welchem Bereich befindet sie sich? Und wenn es das Haare schneiden ist oder das Brötchen backen, kann eine sehr, sehr wertvolle Arbeit sein. Es ist nicht die Frage, was du machst, sondern wie du es machst. Ja, genau. Also das Hermann, was sagst du dazu? Ja, also der vorbestimmte Lebensweg ist ja, in dem Sinne kann man den sehen, man hat sich ja im geistigen Reich in Einabstimmung mit dem karmischen Rat, sage ich mal, seinen Geistführer, seinen Lehrern, bestimmte Ziele natürlich gesetzt im Leben, die man gerne bearbeiten möchte. Und da kommt es natürlich auch vor, dass ich ein bisschen vorlaut sein kann und sage, ich mache das schon. Ja, also das und das möchte ich erleben, obwohl der karmische Rat mir davon abrät, weil der kennt mich ja ganz genau. Aber da ich ja meinen freien Willen habe, habe ich natürlich auch das Recht, alles zu erleben, was ich mir vorgenommen habe. Natürlich mit Gabelungen. Ja, wenn ich dann auf der Welt bin und stehe vor diesem von mir ausgewählten Lebensweg, von mir gewählten Situationen, die im Leben passieren, können die mich dann schon mal ein bisschen überfallen. Und ich werde dann in dem Moment einfach nicht mehr damit fertig. Auch bedingt dadurch, dass mir ja durch die Wiedergeburt meine Erinnerungen für diese Zeit genommen werden. Ich habe ja kein Feedback mehr. Warum habe ich das mir ausgewählt? Warum erlebe ich diese Situation? Und das sind natürlich diese Schicksalsschläge, die auch manchen Menschen verzweifeln lassen und dann in Anführungszeichen in den Abgrund stürzen lassen. Also man hat immer den Weg sich selber ausgewählt mit Gabelungen, unter der Prämisse meines freien Willens, meiner freien Entscheidung. Ich muss nichts tun. Von müssen
ich muss überhaupt nichts. Aber wenn ich mich entwickeln möchte und weiterkommen möchte, muss ich natürlich bestimmte Prüfungen bestehen, bestimmte Lebenswege absolvieren. Also, jede Entscheidung im Leben hat eine Konsequenz, die wir auskosten müssen. Ob sie positiv ist oder negativ. Unsere Zeit ist leider vorbei. Sie ist vergangen wie im Fluge. Und das haben wir natürlich dem Oliver Tappe zu verdanken, dass eine Stunde wie 10 Minuten waren mit einem Thema, was war außerordentlich interessant, weil es aus erster Hand kam, von den Erlebnissen der Oliver Tappe. Oliver, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für deine Aufklärung und dass du uns mit uns und den Zuschauern deine Erfahrungen, außerkörperlichen Erfahrungen geteilt hast und uns natürlich auch deine Meinung zu anderen Themen gesagt hast. Als Schlusswort, die letzte Minute ist für dich. Möchtest du irgendwie da noch was einfügen zu dem, was ich gesagt habe? Ja, glaubt nicht, was ich euch erzählt habe, sondern macht euch selbst auf die Suche nach den entsprechenden Antworten. Das war immer Robert Monroes Credo und das habe ich übernommen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde, dass man sich nicht neue Glaubenssätze aufbaut aus den Erzählungen anderer, sondern selber sich die Mühe macht, loszugehen, loszufliegen, wie man immer das macht, in welcher Art und Weise, und selber zu erfahren. Nichts ist wertvoller als Wissen schaffen durch direkte Erfahrung. Und ich glaube, viele der Leute, die jetzt daran interessiert sind, können durch diese Links, die wir in der Videobeschreibung haben, den richtigen Lehrer finden. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und verabschiede mich von euch bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, das paranormale Quartett aus Mexiko. Oliver, Hermann, vielen Dank. Wir haben zu danken. Vielen Dank euch beiden. War super, Oliver. Schön, dich hier gehabt zu haben. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, mir auch. Das sage ich auch.